So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommel mit dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an, nachdem es einen sehr, sehr großen positiven Rück... ein sehr gutes Angebot gab an Rückfragen und Ähnliches, gucken wir uns heute mal an. Fiddlebender Toolbox gegen Big Eldrazi. Ja, Big Eldrazi, ja, wahrscheinlich klassische Liste. Ja, klassisch mit Cloud Posts und da sehe ich auch schon City of Traders. Trinisphere, genau, sehr, sehr klassisch. Auf der anderen Seite Fiddlebender Toolbox, das schwarz-weiße, Toolbox-Deck. Ja, da war auch sowas wie Tidehollow Scala und sowas drin, ne? Genau, Tidehollow Scala und alles, was man so mit Fiddlebender auch durchcyclen kann. Das ist die Ancient Dungeon. Ja, ne. Da gucken, boah, drei Artefakte. Plus ein Fiddlebender. Das ist eine 2-Mana-Kreatur, die für 1-Mana-Tappen ein Artefakt opfern kann. Kann dann das Deck durchsuchen an einem Artefakt, was genau 1 Mana mehr kostet. Ah. Und es ins Spiel bringen. Kann man nur wie eine Sorcery machen. Das heißt, jetzt könnte er theoretisch für 1 raussuchen. Genau, aktuell könnte er was für 1 raussuchen, was zum Beispiel auch Removal sein kann. Und je nachdem könnte er dann auch schauen, ob er für nicht 1 ein Shadow Spear raussucht. Oder er hat sogar, glaube ich, Mainboard Gravejot Hate drin. Grifter's Cage oder was? Nee, mit der Nihilil Spellbomb. Weil wenn du die dann weiter fiddlebenderst und die auf den Friedhof geht, kannst du schwarz bezahlen, eine Karte zu ziehen. Stimmt, ja. Und also so kleine Tricks. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich finde nur den Fiddlebender so strange in diesem komischen Artwork. Ach, der da war ist die Bombe. Der Fiddlebender war aus D&D, ne? Ja, genau. Und da ist auch, ich weiß nicht, ob es auch drin ist, der 2-Mana-1-1er Schmied, der Smith, der, wenn er ins Spiel kommt, die obersten 4 Karten anguckt. Den finde ich persönlich auch ziemlich, ziemlich gut. Der hat zwei Länder diese Runde gelegt. Oh, yes. Ursus Saga und... Ist zwar ein Enchantment, ist aber auch ein Land. Ist ein Landdrop. Jetzt die Frage... ob es relevant ist. Das letzte Mal haben wir gesagt, es wäre nicht relevant, es war aber relevant. letzte Woche, mal gucken, ob es diese Woche ist. Zwei hintereinander, zwei Dinge hintereinander. Du. Ja. So, genau, jetzt ist wieder weggeportet. Für das Wegporten zahlt man dann schwarzes. Hier kann man jetzt halt lustige Sachen machen, wie man kann halt... Was? Ah, eine Karte ziehen, genau. Ja, das ist ja. Und hier kann man dann lustige Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel die Swift Foot Boots nehmen. Azathoth Canonist ist gut, Tidehollow Scala ist gut. Der hat das Swift Foot Boots drin? Ja, natürlich, um den Fiddlebender zu beschützen. Oh. Außerdem kannst du dem damit Eile geben. Oh. Das ist sehr, sehr interessant. Okay, du kannst halt auch den Nettle Cyst dann noch holen. Ja, genau, genau. Von denen kommst du von 2 kommst auf 3 auf Nettle Cyst. Das ist schon so gut. Das kommt Tidehollow Scala. Uff. Das kann die Strategie schon ziemlich durcheinander bringen. Ja, das interessiert alles nicht, die interessiert, das interessiert alles, das ist... Alles das kann gefährlich werden, ist aber noch ganz weit weg. Ich glaube, der Kahn ist hier am relevantesten. Die Balliste? Das sind beides Zweihänden, die beiden Kreaturen. Okay. Ich glaube, Fiddlebender sogar 2-3, ich bin gerade nicht sicher. Oder 2-2, eins von beidem. Ja. Das war auf jeden Fall ziemlich gut gestattet. Ja, nicht an den Kahn, ne? Ja. Der macht halt am meisten. Der Kahn geht runter, die anderen Karten... kennt man von der Hand. Und jo. Was ist dann noch auf der Hand? Ach, und Mox. Achso. Das war mal, naja, okay, das war wirklich relevant, weil da kommt der Bock. Jo. Der doppelte Landdrop war relevant. Dann kommt noch mal einmal Lucky Lucky. Ich guck dir mal auf die Pfoten. Das war, glaube ich, ein Land. Upkeep, Trigger. Ja. Das war, ja. Ja, kannst du. Genau. Das ist ein Ei. Ei auf Ugin. Bringt dir hier, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, hier musst du tatsächlich einfach Eldrazi-Tempel spielen. Auch wenn es dir nicht vorne nach vorne bringt. Ja. Ballista auf 1, shoot den Bob. Das kann man machen. Oder man wartet eine Runde. Und dann kann aber auch irgendwie schon wieder irgendein Shenanigans kommen. Ja, leider. Auf der anderen Seite, wenn man den Bob halt echt nicht abräumt, das Karcho aus dem Deck so stark. Weil die spielen ja auch für 1 den 1-Mana-1-1er, den Esper Sentinel. Ja. Also da ist eine Menge Karcho im Deck. Da ist eine Ballista für 1 und die geht jetzt wahrscheinlich dann direkt auf den Bob, ne? Ja, muss. Der muss weg. Ja, da geht der Bob. Die Pressure wäre nicht gewesen, wenn man nur einen Land gespielt. Ja. Ja. Gut. Zieht man eine Karte. Dann
Hier auf 2. Das ist noch eine Ursachsfrage. Ja, Schwing für 4. Das ist halt auch schon. Schwingelingeling. Ne, für 3 nur. Das heißt, der ist 1-2. Ja. Noch eine Ursachsfrage. Ja. Dann Everswung Canonist. Ja, da hat man jetzt noch. Frag mich gerade, ob man hier den Fiddlebender hätte nicht einfach von Everswan dann für den Nettlesist raussuchen können, Nettlesist Equip Beat. Oder ob das einfach zu viel gewesen wäre, weil hier kann man halt auch ein Konstrukt machen, das ist halt auch ganz nett. Ja, das Konstrukt ist aktuell 1, 2. Das Konstrukt 4, ist riesig. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, 5, 5. Oh, Shell ist auf 0. Ist denn der, glaube ich, sogar egal? Boah. Wird alles ins Spiel gebracht, wenn es über die Ursa-Saga reinkommt. Von daher ist es Bums. Hm. Und ich glaube, wenn dann mit nur die Mox, werden nur die Moxe drin sein, oder? Hm. Ja, der auf jeden Fall. Mit 1. Bubbles haben wir auch schon gesehen. Stimmt. Bubbles haben wir auch schon gesehen, aber darauf baut das Deck tatsächlich nicht auf. Das Deck ist eine sehr weite Varianz zwischen 1, 2, 3 und 4 Mana-Spells. Also es ist wirklich okay. 1, 2, 3 Mana-Spells. So. So, jetzt hat man. Jetzt kommt die Trinisphäre. Chalice of Null, Trinisphäre. Ganz interessant, Chalice of Null kann man hier wunderschön sehen, dass es aus einem Master Set ist. Weil da ist dieses Schwert von Mirrodin-Mod drunter. Und in dem Masters 25 war ja immer das Symbol drin. Ach ja. Aus der Edition. Ich habe gerade bei der Trinisphäre geguckt, aber ja. Ja, hier kommt ein Dude, machen wir noch einen Dude. Ja, das wäre tatsächlich sehr relevant gewesen mit dem Landdrop. Ja, sehr relevant. Oh. Dann wird gesearched. Dann holt man sich wahrscheinlich Shadowspear. Shadowspear wäre hier sehr mächtig. Ja, gibt halt Trampel, man hat aber nicht mehr das Mana zum Equipen. Doch, doch. Mox und Ursachsfrage. Es ist, glaube ich, auch ein Lotus Petal drin. Wo man jetzt zum Beispiel auch Lotus Petal nehmen könnte und sagen könnte, hey, ich habe die 3 Mana für den nächsten 2-2er, für den nächsten Ursachsaga-Token und dann schwingen geht. Weil die Ursachsaga-Token überleben halt easy peasy das All is Dust. Ja. Das war stimmt. Ohne Probleme tatsächlich. Dann hast du noch den Mox, der liegen bleibt, dann hast du das Land draußen noch liegen bleibt, dann hast du halt 3, 5, 5er auf dem Board. 4 wahrscheinlich sogar. Stimmt, ja. Deswegen. Könnte man hier sogar wirklich für den Lotus Petal gehen? Needle geht halt auch. Man geht auf die Needle. Was sagt man dann an? Khan, the Great Creator. Und dann fiddlebendert man den weg. Wattenschwein, ey. Oder man fiddlebendert einfach die Needle weg. Ja. Und holt sich, holt sich noch eine Titanoskelle. Und nimmt sich noch eine Handkarte im Gegner. Oder man nimmt sich die Swiftfoot Boots, damit man die an den fetten Token. Und dann mit beiden Token angreifen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Token. Ja, das ist Game. Da tut jetzt weh. Das ist Game. Ja, ja. Overhead? Jetzt ist die Frage, hätte der Landdrop hätte es nur ein bisschen. Nee, nee, es wäre schon ein ganz anderes Tempo gewesen. Big Eldrazi wäre überhaupt nicht geforst gewesen, die Ding zu holen. Die Ballista nächste Runde hätte Ballista für 2 schießen können, hätte den Fiddlebender abrüsten können. Mhm. Oder Bob und noch wieder hochpumpen, hätte die 4 Mana gehabt, der hätte ein ganz anderes Spiel spielen können. Ja. Denke ich. Ja. Wie viele Länder darf man eine Runde spielen? 1. Cool. Sehr interessant, dass wir jetzt zweimal hintereinander. Außer eine andere Karte sagt was anderes. Ja, das ist was anderes, das ist korrekt. Aber es ist sehr, sehr interessant. Das, man merkt halt einfach, die Leute sind auch ein bisschen raus vom Spielen. Ja. Und plus hier, ich glaube, relativ nervös vor Kamera. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Torbens bist du mal, glaube ich, auf Kamera, ne? Bei uns zumindest, auf jeden Fall, ja. Alexander war auch, glaube ich, nur 2-3 Mal auf Kamera bei uns. Ja. Und Torben relativ frisch, auch im Format. Nö, nur bei uns. Ja, nur bei uns. Okay. Der Mann hat sehr viel Erfahrung. Oder sagen wir, der Mann hat Erfahrung. Genau wie Alexander ja Erfahrung hat. Deswegen, das passt schon, aber die Leute haben halt auch länger nicht gespielt. Und dann kommt vieles dabei. So, von Start hin, ich sehe ein Shadowspear auf der Starthand, was natürlich nie so geil ist. Bei Big Eldrazi sehe ich eine Vesuva. Ein Post oder einen falschen Post. Oder? Aber ein Chalice auf 0. Ich glaube, hier wird ganz viel auf das Chalice auf 0 gesetzt. Chalice ja, das, auf 0. Dann geht halt der. Da ist noch eine Trinisphäre. Oder habe ich mich verguckt? Chalice auf 0, dann geht hier der Ein-Mana-Dude für ein Leben.
Und da bist du dran. Genau, gib mir auf 21. Nicht auf 18, auf 21. Ja. Wasteland. Uff. Hält man hier, glaube ich, auf. Das ist Ancient Den. Ey, da ist eine Menge Ausrüstung auf der Hand. Das passiert. Ja, aber ich glaube, da hinten ist... da hinten ist ein... Oh mein Gott, da ist ein Crucible auf der Hand plus Wasteland. Lecker. Das ist was Pickle gehört, Drassi das nicht. Ist witzig. Ja, ich habe gehört, Pickle Drassi mag das nicht. Ich kenne das aus Pox-Zeit. Nee, mögen sie nicht. Man könnte jetzt hingehen und können natürlich sagen, okay, der Gegner... Warum wird der Mox gedroppt? Wegen Chalice of Null? Oh ja, stimmt, wegen Chalice of Null. Ja, drei Leben und Go. Hier ist ein sehr langsamer Start für Big Eldrazi. Ich hatte irgendwie gesehen oder gemeint gesehen zu haben, dass Eldrazi irgendwie eine Trinisphäre auf der Hand hat. Hat es aber anscheinend nicht. Nein, ist auf jeden Fall ein Spyglass. Das wäre halt richtig geil gewesen. Auf der anderen Seite, ne, wenn du dann halt ein Wasteland ziehst vom Gegner, ist das halt auch immer noch... Ja. Nicht so geil. Oh, okay. Beat, hier verliert man Leben. Bob. Ja. Das ist natürlich Pressure jetzt. Auf der anderen Seite hat man jetzt einen Fadenutzieher. Das ist auch ein dicker Body. Oh, yes. Und vor allem wäre das, ist eine das jetzt. Ja. Vor allem wäre das jetzt so wichtig, den zu droppen, um zu sehen, was der Gegner tut. Einfach nur, um auch den Crucible rauszunehmen. Ja. Wenn jetzt die Trinisphäre kommen würde, das wäre so wahnsinnig schlecht, glaube ich. Weil, ja, du weißt ja gar nicht, was... Gut, hier denkt man wahrscheinlich, man will das Mana bezahlen für den Ding und will halt um den Daystrap herumziehen. Aber man kann die Trigger ja so drehen, der Gegner zieht eine Karte und dann darf man noch eine Karte exilen. Ja... Das stimmt, aber Dings zieht doch eh nur Karten bei Non-Creature-Spells, oder? Stimmt, Non-Creature-Spells. Der Fortnite-Zieher wäre total Bums gewesen. Da geht man auf die Saga, ja. Jetzt kommt halt schon der Crucible, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's halt wirklich schwierig, weil jetzt geht's halt jede Runde in die Wastelands rein. Und wenn nicht, gut, dann holt man die Ursus Sagas wieder. Also es ist ein Gameplan, der jetzt sehr, sehr offen liegt hier für Fiddlebender Toolbox. Und hat wenig mit Toolbox und wenig mit Fiddlebender zu tun. So, einfach nur mit hart ins Gesicht. Ja. Das kostet 3 Mana. Das kostet 3 Mana. Das kostet immer noch 3 Mana. Ja. Genau, hier wird das Mana mehr bezahlt. Das Mana wurde diesmal nicht mehr bezahlt für den Esper. Ja, die Karte wurde gezogen. Macht auch irgendwie Sinn mit dem Spyglass, fast schon. Ja. Vielleicht sieht man eine Karte. Wie gesagt, beim Fortnite sie ja auch machen können. Ja, stimmt auch wieder. Und so viel Unterschied war es jetzt nicht. Ja, okay, so kann man jetzt aber schon mal das Wasteland ansagen, weil das muss man ansagen. Ja, dann überrennt einer halt die Ursache. Es ist so bitter. Ist halt irgendwie nicht so geil. Ja. Ist da eine Ratchet Bomb? Ja. Das ist eine Ratchet Bomb auf der Hand. Dann kann man damit schon fast Saga ansagen. Wartet ab, bis 2 oder 3 Token ist halt schon ein bisschen schwierig. Ja, deshalb. Auf der anderen Seite, Fiddlebender Toolbox hier mit Wasteland, mit Swords to Plowshares, mit einem weiteren Esper Sentinel, mit einem Fiddlebender. Das ist bitter. Da passiert schon eine Menge. Weil man muss jetzt hier Wasteland ansagen, man weiß, der Gegner hat Shadow Spear schon auf der Hand für die Ursachsage. Jetzt verliert man wieder Mana. Und den kann man casten. Aber man zahlt 3 Mana dafür. Aber das ist irgendwie shellbar. Ja. Bob tut Bob-Dinge. Ja, Bob tut Dinge, die Bob halt tut, ne? Ja, oder tun sollte. Da kommt eine Marke auf die Ursachsage. Ja, da kommt eine Marke auf die. Ja, wird auch geholt. Dann. Boah, hier würde ich eigentlich. Triggered End of Draw Step, ne? Nee. Oder im Draw Step. Zu Beginn des Main Steps. Ach so, war also, bevor irgendwas anderes passiert. Ja, Sagas sind seltsame Dinger. Ja, halt eine Karte, die jetzt von dem Band noch im Format geblieben ist. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Finde ich jetzt auch bisher nicht so schlimm. Eine Rotation kann die durchmachen. Danach kann sie gehen. Ja, hier wird Nut gemacht. Nee, wird kein Nut gemacht. Hier wird ein Fiddlebender gemacht. Uff. Dreimal ein Fiddlebender. Ja, Fiddlebender kann nur bei sich selber tauschen, was ich ein bisschen schade finde. Wenn er auch wie Goblin Welder beim Gegner auch kaufen könnte, das wäre so cool.
Nee, da darfst du halt was raussuchen. Was dann so ein Shenanigans. Machst deine Chalice-Werk und darfst du was für eins raussuchen. Ach, warte, im Normalfall hast du das nicht. Ja, Feld to Find ist halt auch eine Option, ne? Genau, weil man muss ja tatsächlich was raussuchen, was ein Mana mehr kostet. Es geht nicht bis zu ein Mana mehr oder ähnliches. Es ist wie, es ist wie beim Birthing Pod, wo man genau eins mehr machen muss. Das heißt, man muss on Curve spielen tatsächlich. Genau, und ich weiß gar nicht, ob für die vier überhaupt was drin ist an Crucible. Das müsste ich in den Decklisten nachgucken. Mir wird jetzt auch nicht so jetzt gerade nichts einfallen. Für alle, die sich überhaupt noch interessieren dafür und noch überhaupt noch zugucken, beide Decklisten, Big Eldrazi müsste ich auch schon auf dem Channel als Decktag haben und Philomena Toolbox müsste ich jetzt auch, wie gesagt, Motor als Decktag drauf haben. Jo. Ja, da geht ein Swords to Plowshares. Jetzt ist die Frage, hat sich die Chalice auf Null gelohnt bis jetzt? Ja, schon. Ja, echt? Hier safe mein Leben? Boah. Hat man den Trigger von Bob? Bob tut Bob-Dinge. Das ist so der Wahnsinn. So, ja, wenn ich überlege, was ich damit aufgedeckt hätte. Caldera Complete, auch wenn ich sie nicht im Deck habe. Und ja, oder hier Emrakul. Emrakul, ja, genau. Ups, falsches Deck. Dann wird die gesackt. Dann kommt... Hier könnte man jetzt einen Mox holen, hätte einen Land und hätte schon wieder drei Mana, um was zu machen. Da würde ich wahrscheinlich wirklich sogar einen Mox holen. Ja, es ist halt eine Menge Auswahl mittlerweile. Also das muss man halt sagen, es ist in dem Deck ist halt eine Menge Auswahl an Karten. Boah. Das können wir ja mal so drüber... Needle ging halt, Needle kannst du halt wieder wegfiddelbändern. Wird wahrscheinlich dann auch passieren, ne? Ja. Oder? Ich wüsste jetzt nicht, welches Land man dann sagt, außer Eye of Ugin. Man könnte Kanan sagen, aber ist das noch relevant? Ich glaube nicht, der wird schon getappt. Er wird einmal gefiddelbändert. Hä? Oh. Okay. Man holt sich wieder Vereinswart raus. Ja. Ich weiß gar nicht, was für eins noch da drin ist. Vielleicht ein Sideboard Shenanigans? Yo! Portable Hole! Und dann nimmt man Portable Hole nimmt es raus. Und jetzt hat man Wasteland Action. Hat man Wasteland Action. Ist das ekelhaft. Voll nice. Wasteland. Und so richtig schön rübergelehnt. Ach, das ist weg. Und ach, nächste Runde Landdrop. Noch das ist weg. Jetzt muss man halt schauen, dass das Konstrukt halt den Gegner schon auch weghält. Das ist auf jeden Fall ein 5-5er, was groß genug ist, um den Thoughtmaster hier wegzuhalten. Ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Das alles halt hier, dass das Ursus Saga halt hier der Portable Hole nicht suchen kann, aber Fiddlebender kann es halt. Stimmt, das ja. Das ist so cool. Da Fiddlebender nur die 10 Landdrop checkt. Dann hätte hier noch einen Landdrop. Nee, man hat Wasteland gespielt. Stimmt, man hat Wasteland gespielt. Das fängst du auch noch an. Jo, zu viele Länder. Zu viele Länder. Das ist halt jetzt so brechwürg. Ja, man kriegt halt 4 Leben. Es ist halt wirklich die Frage, wie lange man das durchhält gegen die Wasteland-Sachen. Aber man hat hier... Ratchet Bomb. Wenn man vor allem jetzt kommt gleich, hochkriegt. Kommt gleich der Moment, wo man sich unter der eigenen Trinisphäre so hart in den Arsch beißt. Mhm. Interessant wäre es halt hier jetzt zu sehen, ob man das nicht wirklich auf 1 hochsetzt und auf 1 kaputt schießt und dann Needle und... Die Needle wegnimmt, den... Das Portable Hole wegnimmt und wieder Wasteland ansagt. Ja. Oder man geht halt mit auf die 3 hoch und nimmt sich selber halt auch eine Menge weg, kann aber dann versuchen, den Crucible wegzunehmen. Wichtig ist hierbei zu sagen, dass Fiddlebender das nur wie eine Sorcery machen kann. Ja, das ist halt... Ja, mittlerweile machen sie es ja viel. Ja. Wie eine Sorcery oder nur einmal pro Zug. Nicht sehr viel bei Yu-Gi-Oh! Abgeguckt. Ja, macht auch sehr, sehr viel... Sehr, sehr wenig bei dem Banger los. Warum? Ich weiß es nicht. Aha. Interesting. Vielleicht versucht man jetzt die Pressure aufzubauen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auch nicht. Generell finde ich den Wasteland-Plan eigentlich um einiges besser. Ja, vor allem, weil man jetzt noch zünden kann. Ne? Wenn jetzt gleich wirklich die Ratchet Bomb auf 1 hochgeht und dann geopfert wird, dann geht halt ein ganzer Arsch vor. Aber ich glaube, genau darum ging es. Es ging wirklich darum, dass man jetzt sagen will, okay, ich habe ja nicht nur Wasteland, ich habe ja auch andere Sachen.
da geht Fiddle Bending. Okay. Für noch ein Einser. Das könnte noch ein Portable Hole sein. Da hinten wurde auch schon weggedreht an der Seite. Es könnte noch ein Portable Hole werden. Das ist ein bisschen ätzend. Es wird noch ein Portable Hole. Dann ist die Frage, ob man die Ratchet Bomb jetzt knackt. Ja, ein Response da drauf und dann die Nuller wegnimmt. Das ist halt nur der eine Token und seine eigene Chalice. Ja, und die Chalice ist relativ irrelevant, wenn du Trinisphäre hast. Ich glaube, hier hätte man aber den Landdrop später machen können. Einfach nur, um den Gegner unklaren zu lassen, was man vorhat. Ja, da zündet man die scheinbar auch. Ja, für null. Dann geht der weg, der weg, der weg. Interessante ist jetzt, dass... okay, hier scheint... Ja, doch, für null. Interessante ist, dass man jetzt nächste Runde das Portable Hole wegfiddlebändern kann. Das ist halt schon sehr nice. Und dann holt man sich eine Nettlesist oder so. Ja, der kostet 3 Mana. Der kostet 3 Mana, Kollege. Das machst du nicht. Unsauberes Spiel. Hey. Unsauberes Spiel. Aber auf beiden Seiten. Man muss die Trinisphäre auch sehen. Ja, man muss halt selber dran denken. Aber jetzt hat man halt die 3 Mana angeblich offen. Das ist ja, halt genau. Und damit kann man jetzt was machen. Ja, da will er da 3 Mana bezahlt. Ja, das ist, wie gesagt, unsauber gespielt. Da denkt man halt nur 2 Meter weit. Das ist aber normal. Ja. Kann aber mal passieren. Jetzt ist die Frage, rennt man einfach rein? Ja, als Zedrasi-Spiel hat man, glaube ich, nicht viel andere Wahl. Oh, da wird der Bob reingehalten, der hat seine Arbeit getan. Ja. Den Reshaper willst du nicht blocken, nachher der kriegt nicht noch was auf. Richtig, geht man auf 14. Dann... Puh, was kann man als Zedrasi jetzt noch haben? Noch ein Tornazier? Würde genau 4 Mana gehen, wäre cool. Ja, das wird auf jeden Fall 3 kosten. Egal was es ist, es wird 3 kosten. Ah, hier wird gerade gefragt, wie man Chalice auf 1 geht. Ja, aber Chalice auf 1 ist jetzt, glaube ich, so irrelevant, wie es nur geht. Ja, Chalice auf 1 geht, Chalice auf 0 geht ähnlich, funktioniert genauso. Wenn du jetzt auf 0 auf 1 machen möchtest, ist das relativ irrelevant. Du deklarierst, wie viel du für X bezahlen musst und ganz zum Schluss, nach Thalia, ob du 3 Mana kommst. Nach Thalia kommt die Trinisphäre. Kostet du doch 3? Ja, genau das. Genau das. Draw. Dann geht die auf 2. Jo. Das ist halt jetzt ein fieser Tempo-Vorteil wieder, gerade weil man jetzt anfängt, ganz Wasteland. Ja. Jetzt und 4er-4er macht und Fiddlebändern kann. Es war halt tatsächlich, der Mox reißt jetzt schon wieder das Spiel rum, weil jetzt hat man auch das Mana. Ja, um das Ding zu machen, ansonsten wäre man wieder vom Tempo ein bisschen runter. Ja, eine ganze Ecke sogar. Ja, sehe ich ähnlich. Also du wärst dann gleich auf einem Mana und hättest jetzt keinen Token machen können, außer du wastelandest nicht. Ja, deshalb, also hier ist es immer wieder ganz wichtig, schön zu sehen, ich glaube nicht, dass das mit Absicht passiert ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht mit Absicht passiert. Dafür kenne ich die Leute zu gut, dass ich sagen würde, nein, es ist nicht gecheatet. Aber achtet auch dabei drauf, was eure Gegner machen. Ja, gerade die Trinisphäre vergessen. Genau, Trinisphäre mal vergessen, einen Landdrop zu viel haben. Wie gesagt, habe ich am letzten Video tatsächlich auch gemacht, es passiert. Und? Unschön, aber es passiert. Für Leute, die Kahn spielen, denkt dran, wenn die Trinisphäre angreift und getappt ist, ist die auch raus. Ist ja. Die raus. Es sind halt viele, viele Interaktionen, das ist halt immer noch Legacy. Und Legacy ist für mich immer noch krasser als fast jedes andere Format, ja. Weil die Interaktionen halt viel, viel mehr sind. Ja, da hat man jetzt so, jetzt gerade man hat ja jetzt wieder an Modern Horizons gesehen, 2, ja. Was da jetzt alles wieder reingekommen ist. Und ja, das ist echt viel. Ja, auf der anderen Seite wüsste ich jetzt nicht, was Eldrazi da machen sollte. Da ist Feierabend. 0-2 Concede für Toolbox, da auch relevant. Ja. Die hätte man spielen können, die hätte man shooten können. Ja. Schade, aber gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.